Gentlemen, welcome to the show. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matti, und ich präsentiere euch heute kein Overview, kein Special, kein Tag, sondern die totale Eskalation, mein Update für den Monat Juli 2023. Es ist einiges dazu gekommen. Es ist wirklich einiges dazu gekommen. DVDs, Blu-rays, Jewel Case, Snappers, VHS, Mediabook, also eine wirkliche totale Eskalation. Und ich muss sagen, ja, viele Blockbuster-Filme sind dazu gekommen, wo ich sagen muss, haben mir doch mehr versprochen. Aber ich würde euch jetzt gerne einfach mal meine Ausbeute vom Monat Juli präsentieren. Ich muss sagen, ihr kennt schon einige Filme durch mein Börsen-Update über mein Flohmarkt-Video, aber es gehört dazu, deswegen zeige ich es nochmal. Aber den ersten Film, den habt ihr bis jetzt noch nicht gesehen bei mir. Es ist die Total Randall Edition von einem Film namens Kokainbär auf Blu-ray ab 16 Jahren. Und ja, ich muss sagen, für mich der beste Film, den ich im Juli gesehen habe. Ich habe mich schlapp gelacht. Ich fand den übertrieben gut. Ich fand die Action drin gut. Ray Liotta, schön, dass er am Ende geehrt worden ist. Und für mich einfach einer der sehenswertesten Filme des Monats Juli 2023. Und zwar Kokainbär. Es spielt auch noch der Sohnemann von Ice Cube mit. Einfach nur grenzgenialer Film. Also das möchte ich gerne sehen. Einfach Hirn ausschalten, sich berieseln lassen, schmunzeln, mitfiebern, mitfeiern und einfach einen guten Film sehen. Und da zähle ich diesen Film zu. Es ist jetzt kein Blockbuster-A-Film, aber einfach ein guter Film, der Fun macht. Und so muss für mich ein Film sein. Einmal die Vorderseite und die Rückseite der Blu-ray von Kokainbär. Und das war so gesehen der erste Film, den ich mir im Juli 2023 gekauft habe. Der zweite, muss ich ganz ehrlich sagen, Trailer, wow, ich so, boah, cool, musst du haben, willst du unbedingt sehen. Ja, Film gesehen und ich sage so, ja, okay, man konnte ihn nicht angucken, aber auch nicht dieser kleine Kick war da drin, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen war ich sehr enttäuscht von diesem Film. Ein Film mit Russell Crowe, The Pope's Exorcist. Ich liebe Exorzistenfilme. Ja, Teufelsbekämpfungsfilme feiere ich. Aber natürlich gibt es nur einen wahren Exorzismusfilm und das ist der Exorzist. Aber hier der Trailer hat mir einiges versprochen und ich muss sagen, das Beste haben sie wieder im Trailer gezeigt. Und so war der Film für mich einfach ruhig, langsam, nicht meins. Man konnte den sich doch irgendwie geben, ja, ganz ehrlich, ja. Man konnte ihn sich angucken. Man wurde auch eben halt die Zeit von, gut, trotz Bruder sehe ich das schon immer, 103 oder 108 Minuten unterhalten. Aber der Film hat mir durch die Trailer mehr versprochen. Und das fand ich einfach schade. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von The Pope's Exorcist. Auch ab 16 Jahren. Und für mich, der nächste Film könnte auch ein Kandidat des Goldenen Shitties werden. Und zwar ist das ein koreanisch, asiatisch, chinesischer, keine Ahnung, ein Film von Asien mit hübschen Frauen, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Billigen CGI-Effekten, ja, muss man sagen. Und einen schlechten Hai. Und zwar Shark Escape. Auch hier ab 16 Jahren und ich muss sagen, einfach nur Grütze. Worum geht's? Ein Tsunami überflutet eine Urlaubsinsel in, ich glaube, Thailand ist das sogar diesmal, Thailand. Und ja, in diesem Tsunami kommen natürlich in diesem Hotelgebiet Haie. Ja, und die Haie gehen auf Jagd. Gab es ja schon Croc-Tsunami, jetzt haben sie aber es nur Shark Escape genannt. Hätte man aber auch direkt Croc-Shark-Tsunami nennen können. Ja, der Hai sah so richtig Atari 560 oder was weiß ich, wie die alte Spielekonsole hieß, aus. Nee, einfach nur, nee. Schlecht, schlechter, am schlechtesten. Für mich auch eine klare Enttäuschung. Auch der Trailer wusste ich, ja, der Film ist nicht A-Kino. Aber, dass das XYZ-Kino ist, habe ich ja nicht mitgerechnet. Ich habe gehofft, dass es ein guter B-Movie ist. Aber,
Nee. Aber ich stehe auf High-Trash-Filme, deswegen habe ich den in meine Sammlung aufgenommen. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Shark Escape. Dann bin ich ja Anfang Juli mit dem lieben Filmonkel zur Börse nach Neuss gefahren und der hat mir noch ein paar Filme mitgebracht und die zeige ich euch jetzt auch nochmal eben. Einmal die Doppel-Collection von dem Film The Happening und Max Payne mit Mark Wahlberg. The Happening, Daumen hoch, Top-Film, gute Erinnerung, gefiel mir. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich den Film habe. Max Payne bis heute noch nicht gesehen, aber ich habe The Happening auf DVD und ich konnte mir endlich nach Jahren wieder reinziehen. Mir hat er wirklich gut gefallen. Es ist nicht der beste M. Night Shyamalan-Film, aber ein ansehnlicher M. Night Shyamalan-Film. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von dem Zwei-Film-Set The Happening und Max Payne. Dann hat er mir einen Snapper mitgebracht von einem Film mit Hilary Swank, Robin Williams und Al Pacino. Insomnia, Schlaflos, grenzgenialer Film, hatte ich ja schon vorher auf Blu-ray, wollte den aber auch in Snapper haben und den habe ich auch bekommen. Ab 16 Jahren, top altener Snapper, top altener Film, gut, einfach nur gut. Und der Film ist auch noch von Christopher Nolan, der die Batman-Reihe gemacht hat. Aber die Vorderseite und die Rückseite von Insomnia, Schlaflos. Da spielt Robbie Williams einfach nur geil. Dann eben halt ein Film mit Tom Schützemore, der dieses Jahr verstorben ist. Carrie Ann Moss und Val Kilmer, Red Planet, hat der liebe Onkel mir mitgebracht. Auch hier ein top erhaltener Snapper, aber ein Snapper, der zu einem DVD-Player vorgehört, weil es steht kein Einzelverkauf drauf auf der Rückseite. Film reingetan, angeguckt und musste sagen, ja, hattest du doch bessere Erinnerungen. Aber ich habe ein weiteres top erhaltenes Snapper in meiner Sammlung. Jawohl, darüber freue ich mich. Auch hier einmal die Vorderseite und die Rückseite. Und da seht ihr es, kein Einzelverkauf. Dann ein weiteres Snapper bekommen vom Onkel. Und zwar die Kampfwurst. Und zwar Steven Seagal in Fire Down Below. Auch ab 16 Jahren. Auch in einem gut erhaltenen Snapper. Und ich bin happy, dass in diesem Monat auch einige Snapper-Cases dazu gekommen sind. Auch hier die Vorderseite und die Rückseite. Und dann war es ja soweit, Börsenzeit. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ein Film mit Moritz Bleibtreu, 20 Männer, zwei Gruppe, eine Erfahrung, die du nie vergisst. Das Experiment im Jewelcase. Aber bis heute noch nicht gesehen. Einmal, als er auch rausgekommen ist, ich glaube zur VÖ-Zeit auf VHS habe ich ihn gesehen. Aber seitdem nicht mehr. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Das Experiment. Wer natürlich meinen Kanal kennt, weiß auch eben halt, dass ich dann zur Börse einen Film immer hole. Und zwar ist das die Geschichte, die Gesichter des Todes. Ja, ein weiterer Teil der Börse habe ich mir Gesichter des Todes gegönnt. Film, aber auch hier noch OVP, ich will es jetzt nicht rascheln, weil es wirklich eine stramme Folie ist, in der kleinen Hardbox mit diesem Blitzcover, finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch bis jetzt fast alle, außer den ersten und den letzten, in diesem Cover. Das ist das sogenannte Cover A, finde ich grenzgenial und ein toller Film. Naja, ich habe aber Schiss davor. Und mal eben für euch die Rückseite. Dann habe ich mir gegönnt, so ein kleines Game. Geld, William Wheeler präsentiert, ausgezeichnet mit 11 Oscar, einschließlich bester Film 1959, Ben Hur, der Mann mit der Uhr, auch in einem top erhaltenen Warner Bros. Snapper Case, nahm ich sofort mit. Und auch hier die Rückseite. Und ein weiteres Snapper, und zwar auch top, richtig top erhalten. Ein Film mit Sigourney Weaver und eben halt Kevin Klein. Dave. Toller Film. Ich liebe diesen Film. Ich mag diesen Film. Ich feiere diesen Film. Und vor allem in den top alten Warner Bros. Snapper Case feiere ich den noch mehr. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Dave. Von Ian Reitman. Dann ein schöner Disney-Film mit Menschenverfilmung oder besser ein Real-Life-Film. Mit Emilio Estevez und zwar Mighty Ducks, das Superteam.
War ich als Kind im Kino. Ich fand ihn immer gut und ich wollte auch immer Mighty Ducks in meiner Sammlung haben. Und jetzt habe ich wenigstens Teil 1 auf DVD und für mich der beste Teil in meiner Sammlung. Aber die Vorderseite und die Rückseite. Naja, und jetzt kommt, wie soll man sagen, Scheiße. Für mich absolute Scheiße. Ich verstehe den Film nicht. Wer was an diesem Film gut findet, soll es mir bitte in den Kommentaren schreiben. Ich blick da nicht durch, also ganz ehrlich. Nee. Als erstes kommt der erste Teil auf Blu-ray von Nameless. Und zwar Terrifier mit Art the Clown. Ne, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Okay, der erste hat sehr schöne Grindhouse-Effekte, also alles körnig, dreckig, schmutzig. Aber was finden die Leute an dem Film? Frage ich euch mal. Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Habt ihr Terrifier gesehen? Findet ihr den gut? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Findet ihr den schlecht? Schreibt ihn mir in den Kommentaren. Ich weiß nicht. Also die Kills übertrieben. Die schauspielerische Leistung schlecht. Der war nicht gruselig, der war nicht eklig, der war einfach nur. Nee, also nicht meins. Also Terrifier 1 war absolut nicht meins. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Natürlich, wenn man Terrifier 1 hat, darf man auch nicht Terrifier 2 vergessen. Habe ich mir auch das Mediabook gegönnt, was limitiert ist auf 666 Stück. Ich habe die Nummer 18, auch von Nameless, Ultra HD, sogar ein 4K Mediabook im Endeffekt. Und zwar, das Cover finde ich sehr schön, aber so, Terrifier 2. Hilfe, einfach nur Hilfe. Erklärt mir den Film. Ich verstehe es nicht. Also bin ich zu blond? Bin ich zu blöd dafür? Also auch da wieder, die Kills, einfach übertrieben. Ich sag nur mal, wie er die eine Freundin da mit der Nagelschere niedersticht. Ganze Zeit. Und die dann blutend im Bett liegt, schon halb skalpiert, weil der Arm abgerissen ist. Und dann kommt die Mutter rein, die Mutter schreit herum und die Mama. Leute. Ich sag mal so, wenn einer so drauf absticht, wie in dem Film auf diesem Mädel, die hat einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, die ist sofort nilly, die ist tot. Nicht nur durch die Stichwunden, sondern weil der Körper sagt, nee, jetzt ist hier zu viel Adrenalin, jetzt macht das Herz und Ende. Ach, nee, also auch der wieder scheiße für mich. Einfach nur scheiße. Schönes Mediabook, ja, behalte ich auch, genauso wie Terrifier 1, behalte ich natürlich. Aber ich habe mir mehr erhofft, mehr erwartet. Aber leider tierisch enttäuscht. Und auch hier mal die Rückseite. Wenn ihr was von Terrifier hält, schreibt es mir unten in den Kommentaren oder erklärt mir den Film. Vielleicht bin ich einfach nur zu alt. Ich weiß es nicht. So, dann habe ich mir noch einen Film auf der Börse geholt. Auch den muss ich sagen, Trailer gesehen, oh ja, den könntest du dir natürlich mal organisieren. Gibt es in Saturn, gibt es im Mediamarkt, gibt es überall. Nur natürlich die FSK 18-Fassung. Die geschnitten ist. Es ist ein französischer Zombie-Film, der 102 Minuten geht. Und zwar die Horde. Keine Abgabe an Kinder und Jugendliche. Okay, ja, er hat schon da so ein, zwei Effekte. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, hast du einen Zombie-Film gesehen? Hast du alle gesehen? Und für mich gibt es nur einen wahren Zombie-Film und das ist Dawn of the Dead oder Zombies im Einkaufszentrum, wie man den nennt. Das Original und das Remake kann man nicht geben. Aber alles andere danach ist einfach nur irgendwie ein kleiner Abgleich. Diesmal ist es kein Kaufhaus, sondern ein Hochhaus. Nee, auch nicht so begeistert von dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich zeige euch einmal hier die Vorderseite. Und die Rückseite von Die Horde Uncut. Ja, jetzt kommt der erste große Blockbuster und Sebastian hat sich den in die würdigste Edition überhaupt gekauft. Also ganz ehrlich, das ist jetzt hier die würdigste Edition.
Es geht um Blauwesen. Nein, wir reden nicht um die Schlümpfe, wir reden über die komischen Avatar-Wesen. Und ich habe mir da die Ultra Deluxe Edition gekauft. Und zwar die DVD. Jetzt denkt ihr alle, ist der doof? Der Film ist so bildgewaltig, den muss man in 4K oder Blu-ray kaufen. Ganz ehrlich, ich finde Avatar scheiße. Ich finde Avatar richtig, richtig scheiße. Ich war in Avatar 1 im Kino drin. Nach 10 Minuten bin ich rausgegangen, weil ich den Film einfach schon scheiße fand. Natürlich bin ich so ein Sammler, der sagt, okay, ich habe Avatar, weil man muss den ja haben, weil das ja ein mega erfolgreicher Film ist. In der Sammlung habe ich mir den auch nur auf DVD gegönnt, aber auch da muss ich sagen, war ich noch nicht so mit Blu-ray im Thema. Jetzt habe ich den ersten auf DVD. Den zweiten habe ich mir schon auf dem Disney Channel reingezogen und habe den auch nach 10, 15 Minuten ausgemacht, weil ich den auch schon wieder scheiße fand. Aber weil ich ja Teil 1 habe in meiner Sammlung, habe ich mir dann eben halt auch Teil 2 im gleichen Medium DVD gegönnt. Ich werde kein Freund von Avatar und wenn Teil 3 rauskommt, kaufe ich mir den trotzdem auf DVD. Ich weiß, ich bin bescheuert. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Avatar The Way of Water. Und wie heißt der dritte Teil? The Way of Shit? Nee, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Avatar, wie lange ist es her mit dem ersten Teil? 10 Jahre? 12 Jahre? Und dann bringen sie letztes Jahr Teil 2 raus? Warum? Hätten sie doch 2 Jahre oder 3 Jahre Rhythmus lassen können. Dann hätte ich es noch gut gefunden. Aber das fand ich ja jetzt schon. Dass danach so nur 4 Jahren erst der zweite Teil kommt. Und nächstes Jahr Teil 3. Nein, absolut nicht. So, dann war ich ja mal an meinem freien Samstag in Solingen, in diesem einen Laden, wo ich schon mal von erzählt habe. Und habe da auch mal wieder ein bisschen was gefunden, wo ich sagen muss, ja, super, finde ich geil. Und zwar als erstes habe ich mir da geholt einen Film mit Kirsten Miller, Alyssa Lang, Brooke Burns. Und zwar auf Englisch Single White Female to the Psycho, auf gut Deutsch weiblich, ledig, jung, such 2. Und ich muss sagen, ja, ist jetzt nicht Teil 1. Teil 1 ist um Welten besser. Aber der Film machte Spaß für mich. Er war unterhaltsam. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einer der besten Filme war, die ich mir diesen Monat reingezogen habe. Ob das jetzt die von den Neueren oder den Älteren. Aber man konnte den sich geben und wurde eben halt die Zeit von 88 Minuten gut unterhalten. Es ist auch hier wieder ein typischer B-Movie, aber ein B-Movie, den man sich einmal wenigstens im ein Jahr geben konnte. Und da finde ich super, dass ich jetzt auch Teil 2 von Weiblich, ledig, jung habe. Einmal die Vorderseite und die Rückseite dieser DVD. Dann eben halt hier ein Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro und immer Joe Pesci. Wie ein wilder Stier. Meilenstein, Meisterwerk, noch nie in meinem Leben gesehen und bis jetzt auch noch nicht gesehen, seitdem ich den in meiner Sammlung habe. Aber ich werde mir, ich schätze mal, nächste Woche mal reinziehen. Da habe ich wieder Samstag frei. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Wie ein wilder Stier. Grüße gehen nochmal raus an Cybertronian. Das wäre genau das Richtige für dich. Und zwar Transformers, die Zeichentrickserie. Geholt, weil es für ein kleines Geld da lag. Ja, früher als Kind habe ich mir die Transformers-Serie, ich glaube, die lief auf Tele5, gerne reingezogen. Aber jetzt als Erwachsener, es ist niedlich. Einfach Unterhaltung. Einfach mal reintun, sich eine Kindheit erinnern. Die ersten 2 Folgen habe ich mir auch reingezogen. Es ist kein Masters, es ist kein Turtles, es ist kein T-Ron, es ist kein Bravestar. Muss ich ganz ehrlich sagen von der Technik. Aber einfach gut unterhaltsamer Zeichentrick. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Transformers, die Zeichentrickserie. Dann kam ein Steelbook, was ich mir geholt habe in den Laden. Ein Steelbook von Michael Mann mit Tom Cruise und Jamie Foxx. Collateral, aber auch hier noch in der Schutzhülle drin. Aber für kleines Geld nehme ich sowas gerne mit. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von diesem Film. Und jetzt kommt der letzte Film, den ich mir in Solingen gekauft habe. Und der nervigste. Okay, er hat 2,99 geguckt. Gekostet. Ich muss sagen, ich habe den schon mal gesehen. Auf Apple TV und auch einmal im Free TV.
Ich wusste, dass der schlecht ist. Aber für 2,99 kann man den nicht mal geben und auch in eine Sammlung aufnehmen. In einem Film mit Halle Berry. Halle Berry, was hat sie denn Großes gemacht? Für mich Monster mit Billy Bob Thornton und Sean, Puffy Combs oder wie Puff Daddy, P. Diddy, Doody Doody und wie der hieß. Der war gut, wo sie auch für einen Oscar bekommen hat. Passwort Swordfish fand ich hier gut. The Core, der WWE-produzierte Film, wo die eine Telefonistin der Rettungsstation ist, fand ich sehr, sehr gut. Aber sonst hatte sie für mich nichts Weltbewegendes. Klar, Storm in X-Men, keine Frage. Aber so war sie keine dolle Schauspielerin. Aber den Film habe ich mir einfach gegönnt. Es geht darum, sie, eine alleinerziehende Mutter, kurz vor der Scheidung, will mit ihrem Sohn einen schönen Tag machen, musste aber noch arbeiten, kommt natürlich zu spät dahin, wo sie hin wollte mit ihrem Sohn, hat aber auch alles gemacht und die haben dann eine Kennzeichnung. Wo ich sagen muss, ja, die Kennzeichnung ist gar nicht schlecht. Weil warum soll ich meinen Sohn Kevin nennen, ganze Zeit, wenn er Kevin heißt und ein Fremder spricht ihn an, Kevin, deine Mama sucht dich, komm mal mit und entführt ihn. Weil der Fremde weiß ja den Namen des Kindes. Da haben sie das Spiel Marco Polo. Marco Polo, also nein, grausam, gemacht. Ist aber gut, muss ich ganz ehrlich sagen, clever. Weil so denkt man, okay, das Kind heißt Marco Polo und der Entführer würde dann denken, das ist der Marco und der Polo. Aber wenn die dann in die Verfolgung ihres Sohnes, weil der wird entführt, dann ganze Zeit mit sich selbst redet und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das höre ich jeden Abend, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mit meiner Perle, aber das ist ein anderes Thema, aber das finde ich da so übertrieben, einfach nur übertrieben. Also es geht hier um den Film Kidnap mit Halle Berry, wo ich sagen muss, die 91 Minuten für 2,99, wo ich den gekauft habe in Solingen, sind okay, aber so, da hätte ich die für 10 Euro ausgegeben für den Film, weil so dolle ist er auch nicht. Und vor allem, die einzelne Frau kämpft dann gegen einen Kinderentführungsring. Eieieiei. Und auch hier die Rückseite von Halle Berrys Kidnap ab 16 Jahren. Und das war so gesehen der erste Stapel meiner Filme. So, wenn ihr euch jetzt bis jetzt das Video fleißig angeschaut habt, kommt jetzt gleich der zweite Stapel. Aber ich muss ja sagen, ihr schaut euch gerade das Video fleißig an. Und ich habe gerade bei mir eine kleine Party. Ja, denn heute wurde der kleine Matti 43 Jahre und ich feiere gerade in diesem Augenblick, während ihr euch mein Update für den Monat Juli reinzieht. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit dem zweiten Staffel an. Und zwar ist das ein Film vom Regisseur der Exorcist und zwar William Friedkin oder so ähnlich. Buck in diesem grün glänzenden Pappschuber. Ich muss sagen, ich habe ihn mir reingezogen und war nicht in der Stimmung für den Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war einfach nicht in der Stimmung für diesen Film. Ich fand den sehr komisch, aber ich hatte auch gerade wieder die falsche Person dabei. Aber ich werde ihm nochmal eine Chance geben, weil er hatte doch so ein, zwei Punkte, wo ich sagen muss, okay, er kann mir gefallen. Aber falsche Person, falsche Stimmung, dann bringt es sowas nicht, weil das ist dann doch sehr speziell der Film. In dem Film spielen Ashley Judd, Michael Shannon und Henry Conrick Jr. mit. Einmal die Rückseite für euch von dem Film Buck. Dann habe ich mir ja den Film noch gegönnt und zwar ist das ein Film mit Craig Kinnear, Steve Carell, Tony Colletti, Paul Dano, Abigail Breslin und Alan Arkin, der im Juni 2023 verstorben ist und der hat für diesen Film einen Oscar bekommen. Und zwar Little Miss Sunshine. Film ist gut, also ein schöner, seichter Roadmovie. Warum Alan Arkin als kokainschniefender Opa, der seine Enkeltochter Twerken beibringt, einen Oscar kriegt, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also er spielte gut, aber für mich war Steve Carell als Homosexueller, der sich das nebenleben wollte, von Tony Colletti, der Bruder da in dem Film, hatte besser gespielt, weil der war einfühlsamer zu seinen Neffen. Also für mich die bessere Figur. Und auch der hätte dann eher für mich einen Oscar bekommen sollen, anstatt Alan Arkin. Aber es ist meine Meinung nach. Film konnte man sich geben, fand ich sehr nett. Und ich muss sagen,
Für kleines Geld nahm ich den mit und wurde auch nicht enttäuscht. Und hier einmal die Rückseite vom Film Little Miss Sunshine. Dann hier ein Film mit Alec Baldwin, Nicole Kidman und Bill Pullman. Es gibt Dinge, die man erst begreift, wenn es bereits zu spät ist. Malice Intrigue. Topfilm. Alt, ja, aber top unterhaltsamer Film. Spannend bis zur letzten Sekunde und hat mich gut unterhalten. Es geht darum, sie, eine Frau eines Professors an einer Highschool oder Uni, die Gebärmutter entfernt bekommt von eben halt Alec Baldwin, der Uni-Arzt ist. Ja, und am Ende war das ein abgetackertes Spiel und der Verarschte ist immer Bill Pullman, der eben halt gedacht hat, die Frau würde ihn lieben. In einer kleinen Rolle spielt auch noch Toby Belmont, der Schicksal aus eben halt dem Film Saw. Das fand ich dann wieder ein bisschen blöd, weil am Anfang sieht man da einen Mörder, der eine Studentin umbringt. Aber das hat nichts Großartiges mit dem Film zu tun. Das baut nicht irgendwie, gehört der jetzt doch zu diesen Intrige dazu, da auf. Aber das fand ich ein bisschen überplatziert. Aber der Film sonst Daumen hoch. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Malice. Eine Intrige. Dann habe ich mir geholt Samuel Jackson, Eva Mendes und Ed Harris in Sein Geschäft ist der Tod. Cleaner. Auch einmal bis jetzt gesehen bei der VÖ, aber ich muss sagen, bla bla bla. Also es wird da verdammt viel gesprochen. Aber auch hier wieder reingetan, mit der falschen Person geguckt und war auch nicht in der Stimmung. Weil wenn man im Einzelhandel ist und man muss viel reden, möchte man auch nicht viel reden hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nee. Also für mich auch eine klare Enttäuschung dato. Ich werde Ihnen natürlich nochmal eine Chance geben, weil ich war einfach nicht in der Stimmung. Einmal die Vorderseite und die Rückseite vom Film Cleaner. Dann eben halt geholt ein Film mit Stephen Lang aus dem Film Don't Breathe. Absolut packen. Old Man, aber auch den nur ausgepackt und bis heute nicht gesehen. Eine schwarze Blu-ray-Hülle, bin ich jetzt nicht so hinterher, dass die blau sein müssen, aber ich finde immer noch blau, sieht doch ein bisschen besser aus. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Wenn ihr den Film nicht kennt, die Trailer sind wie immer von allen Filmen unten in der Infobox mit verlinkt, da könnt ihr euch die brav reinziehen. Wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Film Old Man haltet. Dann ein Klassiker mit Phil Collins und Julia Walters. Buster, der eben halt den Geldzug ausraubt in England. Klassiker, aber ihr werdet rascheln. OVP. Und auch hier wieder die Rückseite. Für mich ist der Film bekannt durch das Lied A Groovy Kind of Love, weil das ist ein Kultlied und da sah man auch immer Trailer oder Ausschnitte aus dem Film. Aber den Film habe ich bis heute noch nicht gesehen. Genauso wie der nächste Film. Diana Ross, Richard Prayler oder Prayer. Michael Jackson, The Wiz, die afroamerikanische Version von Der Zauber von Oz. Ja, bunt, 70er Jahre Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bunt, schrill, laut. Aber auch der noch OVP. Aber wenn ihr den Film auch nicht kennt, guckt euch den unten in den Trailer an. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Und jetzt. Was soll ich zu dem Film sagen? Schwierig. Also ich muss sagen, der erste ist ein Meilenstein der Horrorfilmgeschichte. Oder besser, ein Meilenstein der neuen Horrorfilmgeschichte. Der zweite ist okay. Der dritte ist schlecht. Der vierte fand ich wieder mal sehr interessant. Da spielt dann auch eine Person mit, wo ich sagen muss, sehr nice. Der fünfte hat leider zu sehr im Trailer gespoilert. Und der sechste, oh, da machen wir jetzt nicht wirklich. Aber am Ende war ich enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich enttäuscht. Und zwar, es geht um eben halt Scream, Ghostface, Scream 6. Also, ich muss sagen,
die Darstellerin von Wednesday, Neatly, ihre große Schwester, die Tochter von Billy Loomis, auch Hammertyp, also von der Optik für mich. Die Courtney Cox, Arquette, die Reporterin, die in allen Teilen bis jetzt mitgespielt hat, wird von Teil zu Teil zu Teil hässlicher. In Teil 1 sah sie normal aus. In Teil 2 war sie einfach die Sexbombe. In Teil 3, 4, 5 wurde sie wieder zur normalen Person. Aber hier sieht sie aus wie eine Vogelscheiße. Eieiei. Also, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so. Dann die Kills in den Supermarkt. Ja, super. Hat man mal wieder in den Trailer gespoilert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oder hier. Kirby. Da, da ist die Gute. Das ist die, ich kann das nicht lesen, trotz Brille. Ihr wisst, wer das ist. Das ist die Ex-Frau von einem der Klitschko, die jetzt gerade in Ukraine kämpfen. Pattinson, oder wie die heißt. In Teil 4 fand ich die granatenscharf mit ihrer Kurzhaarfrisur. Jetzt hier mit dem Pisspott-Schnitt und diesem dicken, fetten Ossenkopf. Boah. Nee. Nee. Und dann eben halt der Twist, wer ist der Mörder? Auch, nee, also, ich weiß nicht. Die Kills waren nett, ja, ganz ehrlich, die Kills waren gut dargestellt. Aber eben halt, es fehlte auch wieder der Überraschungssinn. Weil die Reihe kennt man, man weiß ja, irgendwas entsteht da. Ich bin enttäuscht. Und vor allem, dass nicht Neve Campbell damit spielt. Die Hauptdarstellerin von 1, 2, 3 und 4. Auch wenn sie in 3 und 4 nur eine kleine Rolle hatte. Ach, nee, also lasst die Scream-Reihe sterben. Oder macht mal wieder einen Schocker, wo man denkt so, oh, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber hier einmal die DVD-Vorderseite, muss ich sehr sagen. Sehr schön, gefällt mir mit diesem leicht im Ghostface hier und der New Yorker Stadt. Einfach nur nice. Und auch hier mal wieder die Rückseite. Aber auch das wieder so ein Film. Ja, Trailer, super Film für mich. Genauso wie der nächste. Auch wieder ein Remake oder eine Neugeschichte eines Horrorfilmklassikers. Wir Filmsammler waren alle hinter Teil 1 her in der ungeschnittenen Version. Der natürlich vor Jahren dann, ich glaube vor 4-5 Jahren, ab 16 freigestuft worden ist und eben vom Index verschwunden ist. Es gibt jetzt insgesamt 5 Teile. Tanz der Teufel 1, Klassiker, Kultklassiker. Jetzt nicht mein Lieblingshorrorfilm, aber ein Kultklassiker. Tanz der Teufel 2 ist im Endeffekt Teil 1 nur nochmal neu unter einem anderen Label. Mit den gleichen Schauspielern. Teil 3, Armee der Finsternis, ist einfach nur Sitcom, Kult, lustig. Macht einen Fun. Evil Dead. Boah, gruselig. Brutal, blutig, einfach nur. Wow. Und jetzt kam dieses Jahr Evil Dead Rise raus. Ihr seht es an meinem Gesicht, Begeisterung sieht anders aus. Also auch da, Trailer, war Hammer, geil, gefällt mir, will ich unbedingt sehen. Ja, dann habe ich ihn gesehen und habe gedacht, warum hast du dir den angeguckt? Weil, erstmal, klar, Horrorfilme machen mehr Sinn im Dunkeln. Aber der Film war ja so düster, du sahst ja nur Schatten vom Gesicht, da fand ich. Meiner Meinung nach. Dann die Story. Das einzigste Gute, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt den Film nicht spoilern für die Leute, die den noch nicht gesehen haben. Die Anfangsszene am See. Habe ich erstmal gesagt, oh, guck mal, Freitag der 13. Nein, es war Tanz der Teufel. Eine neue Hütte, ba, ba, ba. Und dann passieren Kills. Und dann stürzt die Besessene im Wasser und kommt dann rausgeschwebt und schwebt über das Wasser. Und dann von dem Wald kommt dieses Evil Dead Ride. Wow, das sieht geil aus. Das gefällt mir schon mal. Aber das war der Beste. Für mich war das das Beste. Der Anfang. Ja, okay, dann am Ende dieser Kill wieder mit der Kettensäge. Ja, für eine 18er-Version doch. Ja, früher hätten sie das nicht so rausgebracht. Sah blutig aus. Aber kannte man auch schon aus dem Evil Dead, der 2010 rausgekommen ist mit der Kettensäge. Nur da wurde die im Mund gesteckt. Jetzt wurde sie oben in den Schädel reingesteckt. Und dann, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, muss ich sagen.
Es sind ja mehrere besessen. Die Mutter, der älteste Sohn, die älteste Tochter am Ende. Und die werden dann zu einem Superbesessenen, transformieren sich mit drei Köpfen. Seit wann ist das? Was ist das? Ganz ehrlich, diese Figur oder dieses Wesen hat mich total an das Ding erinnert von John Carpenter. Und da war das noch nicht CGI, sondern Stop-Motion-Technik. Und das war ein CGI-Monster, was einfach nur lächerlich aussah. Nein, also Evil Dead Rising, muss ich sagen, durchwachsen. Also ich werd nicht warm mit dem Film. Aber die Vorderseite und die Rückseite von dem Film, Evil Dead Rise. Ja, dann war ich auf dem Flohmarkt hier am Parkplatz von dem guten alten Möbelhaus Knapstadt. Da habe ich mir einen Film geholt mit Samuel L. Jackson, 187. Viel Gerede, gutes Gerede, machte Fun, hat mich gut unterhalten. Aber auch nach Jahren das erste Mal wieder gesehen. Ich würde mir sagen, wenn ich mir den heute, morgen oder übermorgen mal reinziehe, würde mir gar nicht mehr so gefallen. Aber ich sag mal so, die 10, 15 Jahre, wo ich den das erste Mal und jetzt das zweite Mal gesehen habe, waren gut. Also konnte man nicht geben. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von der DVD 187. Dann eben halt ein seichter Kinderfilm, Jugendfilm, und zwar Cinderella Story mit eben halt der Hilary Duff und Chad Michael Murray und den Darsteller von Wolowitz und eben halt der von American Pie, Stiflos Mom. Süß, goldig, konnte man nicht reinziehen, vergisst man auch sofort, aber man hat sich gute 90 Minuten, upsala, 91 Minuten unterhalten lassen. Aber die Vorderseite und die Rückseite vom Film Cinderella Story ab 0 Jahren. Dann kam ein weiterer Comicfilm dazu mit der Hilary Swank. Ach, Hilary Swank, sag ich schon. Jennifer Garner. Die verwechsel ich irgendwie immer beide. Und zwar die Ex von Ben Affleck. Und zwar ist das der Film Elektra. Noch nicht gesehen. Kennt ihr, wisst ihr, könnt ihr was mit anfangen. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von dem Film Elektra. Dann auch ein guter Film. Ein spanischer Film. Und zwar Der unsichtbare Gast. Ein Top-Thriller im Stile von Alfred Hitchcock. Daumen hoch für diesen Film. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Guckt euch den Film an oder guckt euch bei den Trailern. Ich empfehle diesen Film und ist so gesehen nach Kokainbär mit der beste Film, den ich mir im Juli gekauft habe. Jetzt kommen meine zwei Filme, die ich eher als Deko-Objekte gekauft habe. Und zwar diesen Film habe ich auch schon euch präsentiert eben von der Börse. Und zwar Walt Disney Pictures Present Emilio Estevez, The Mighty Ducks, das Superteam als VHS-Kassette. Ja, auch hier die Rückseite. Für mich einfach nur ein Deko-Stück, was in meinem Filmregal steht. Dann kommt noch eine weitere VHS-Kassette, eine Komödie mit Steve Guttenberg und den G.W. Bailey, besser bekannt aus dem Film Police Academy, Nummer 5 lebt Stephanie Input. Nummer 5 braucht Input, mehr Input. Klassiker, Kultklassiker, Kinderfilm, Kindheitserinnerung, einfach nur ein schöner Film. Auch hier das als Deko-Stück. Einmal die Vorderseite und die Rückseite für euch. Der letzte Film vom Flohmarkt ist einmal SpongeBob, der Film. Ja, ich liebe SpongeBob, aber das habe ich euch bei dem Flohmarkt-Video schon erklärt. Wenn ich mal früher getrunken habe und war ein bisschen blau, habe ich mir gerne SpongeBob reingezogen oder Bernd das Brot, weil das einfach die passende Unterhaltung ist im Suff. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Warum ich den Film gekauft habe, ich habe Teil 2 und Teil 3 in meiner Sammlung. Teil 1 fehlte mir. Deswegen musste ich mir diesen Film für 2 Euro einfach von der Börse mitnehmen. SpongeBob, Schwammkopf, der Film. Und jetzt kommt. Ja. Ein Film, wo ich sagen muss, warum? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich habe ihn nicht verstanden. Auch den Film habe ich nicht verstanden. Es geht um eine Disney-Figur oder eine
Märchenfigur um einen kleinen, schwulen, dicken gelben Bär in roten Pullover. Winnie Pooh oder Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ganz ehrlich, ey. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man dann auf sowas? Also, nie. Ich war enttäuscht. Also, enttäuscht, schockiert, ich verstand ihn nicht. Also klar, Winnie the Pooh, der Bär, wurde enttäuscht von Christopher Robin, der ihn verlassen hat, weil er Medizin studiert hat, kommt aber nach Jahren wieder. Und natürlich, es leben nur zwei von diesen Fabelwesen, das ist einmal Winnie the Pooh und Ferkel, der komplett gepierste Nase hat, sehen aus wie Menschen, nur mit Gummimasken. Nee, also auch das wieder krank. Die Geschichte um den Film herum, die finde ich dann ja schon wieder genial. Warum hat ein Disney-klassischer Zeichentrickfilm, wo auch noch letztes Jahr, nicht letztes Jahr, vor 3, 4 Jahren der Film Christopher Robin rausgekommen ist, der auch um das Thema Winnie the Pooh geht, einen Horrorfilm bekommen? Ja, weil Disney die Rechte verloren hat zu diesem Film. Oder besser zu dieser Figur, Winnie the Pooh. Und der Regisseur hat sich die Rechte gesichert. Und macht daraus noch auf einem. Und er hat sich auch noch die Rechte zu einem weiteren klassischen Disney-Film gesichert. Aber da kommen wir später drauf zu. Wir sind jetzt erstmal gerade hier bei The Winnie the Pooh. Also ich muss sagen, nein, 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 nein. Also auch absolut enttäuscht. Trailer, ja, okay, ich wusste, dass der Film scheiße sein wäre. Aber ich habe mir doch mehr erhofft und wurde dann auch wieder enttäuscht und könnte auch hier nach Shark Escape ein zweiter Kandidat für den goldenen Shitty sein. Einmal die Vorseite und die Rückseite von Winnie the Pooh, Blood and Honey. Jetzt habe ich gerade gesagt, der Regisseur hat sich ja die Rechte für einen weiteren Disney-Film gesichert. Und zwar jetzt muss ich noch einmal Scream rausholen. Und zwar Scream 6. Nein, er hat sich nicht die Rechte von Scream gesichert. Nein, hier ist ja nochmal Kirby. Kirby spielt ja in Scream 4 mit. Da wurde die ja gefragt von den Nerds, von diesem Filmclub, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Klassischer Zitat aus Scream-Reihe. Und da sagt sie Bambi. Hey Charlie, you're a genre not Kirby. What's your favorite scary movie? Bambi. Und dieser Regisseur hat sich auch die Rechte für Bambi gesichert. Ja, er will auch einen Horrorfilm von Bambi machen, was Kirby aus Scream, die Figur, vor Jahren mal einfach aus Jux und Dollerei rausgeschmissen hat. Und deswegen fand ich das einfach mit dem Winnie the Pooh lustig. Einfach nur lustig, als ich das gelesen habe und gehört habe. Deswegen wollte ich ihn auch einfach mal sehen. Aber wenn Bambi genauso wird wie Winnie the Pooh, Blood and Honey, Prost, Mahlzeit. So, und das war meine ganze fette Ausbeute für den Monat Juli 2023. Wenn ihr einen Film davon gesehen habt, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Was haltet ihr von Terrifier 1 und 2? Wart ihr begeistert von Evil Dead Rise? Oder wie fandet ihr Scream 6? Mögt ihr Winnie the Pooh, Blood and Honey? Schreibt es mir einfach gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich, was zu lesen zu haben und eben halt eure Fragen oder eben halt eure Kommentare zu beantworten. Ich würde mal sagen, ich feiere jetzt richtig, weil es ist ja heute mein Birthday. Und ich sage mal, macht nicht mehr so dolle. Bis demnächst und tschüss, euer Wuta. So, jetzt geht's los. Party! Oh, party!